Zweitens, wir werden als Europäische Union gegen illegale Schleusungen durch Belarus weiter vorgehen. Niemand soll sich ungestraft an diesem Schleuserring beteiligen können. Und das ist eine Botschaft an die Transitstaaten, die Herkunftsstaaten und die Fluggesellschaften, mit denen Migrantinnen und Migranten nach Belarus gebracht werden. Ihnen muss klar sein, dass die Europäische Union nicht bereit sein wird, das länger zu akzeptieren. Und diese Botschaft kommt auch an. In den Herkunftsländern haben wir mittlerweile viele Gespräche geführt, die zum Beispiel dazu geführt haben, dass im Irak und Jordanien Flüge nach Belarus eingestellt worden sind. Wir reden auch mit den Fluggesellschaften. Es ist rechtlich nicht einfach, Fluggesellschaften zu sanktionieren, weil sie formal rechtlich nicht Illegales tun. Aber wir haben allen Fluggesellschaften mittlerweile mitgeteilt, dass möglicherweise auf EU-Ebene es kein Sanktionsregime gibt, aber dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehr wohl überlegen, diejenigen, die Mittäter eines Schleuserrings sind, in Haftung zu nehmen. Und Landerechte werden in jedem einzelnen Mitgliedstaat selbst erteilt. Und auch das ist ein Thema, mit dem sich diese Fluggesellschaften ernsthaft auseinandersetzen müssen. Die Europäische Union wird ihre Sanktionen gegen Lukaschenkos Regime ausweiten und verschärfen. Und das werden wir am Montag im Außenrat in Brüssel beschließen. Diejenigen Personen und Unternehmen, die sich an der gezielten Schleusung beteiligen, werden wir weiter sanktionieren. Und zwar überall auf der Welt. Und zudem liegen weitere Optionen auf dem Tisch, etwa die Ausweitung schon bestehender und anderer Sanktionsregime durchzuführen, insbesondere die sogenannten sektoralen Sanktionen, also wirtschaftliche. Es ist in der Vergangenheit durchaus gesagt worden, dass zu viel Wirtschaftssanktionen die Abhängigkeit Belarus von Russland weiter verschärfen. Wir sind mittlerweile an einer Situation, an der die Konsequenzen aber klarer werden müssen. Und deshalb bin ich auch der Auffassung, dass so wichtige Wirtschaftszweige wie die Kaliindustrie in Belarus jetzt sanktioniert werden muss. Und das trägt die Mehrheit der Europäischen Union mit. Herr Minister, vielen Dank, Heiko Maas.